Was ist das? Was ist das? Porunga, bist du's? Porunga? Porunga, Porunga ist zurück. Porunga ist zurück, la la la. Dies haben wir nicht bestens vorbereitet. Schaut her. Jetzt reißt euch den Scheiß hier ab. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und in Dokkan Global hat nun die Thank You Celebration angefangen. Dementsprechend werden wir uns gleich alle Informationen und Details zu der Celebration selbst ansehen. Die geht circa 4 Wochen lang, heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was vor. Beziehungsweise, um es richtig zu sagen, Part 1. Wir haben erstmal Informationen für Part 1, Freunde. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, die ganze Celebration geht hier an der Stelle. Beginnend ab heute bis zum 13. Dezember. 1 Uhr unsere Zeit aufgerundet an der Stelle 1 Uhr nachts. Aber ich denke nicht, dass Part 1 bis zum 13. Dezember gehen wird. Das wäre zum einen zu lange für das, was wir bis jetzt wissen. Was meine ich damit? Das, was wir hier haben, ist ein bisschen zu wenig für 4 Wochen Stoff, sage ich mal. Aber diese Dokkan Thank You Celebration, die hatten wir letztes Jahr auch, Freunde. Im Prinzip ist es eine Celebration, die sich um Thanksgiving dreht. Letztes Jahr auf der globalen Seite zur Dokkan Thank You Celebration, die ging auch 4 Wochen an der Stelle. Da kam letztes Jahr zu Thanksgiving, dieses Jahr sollte sein der 22. November, das ist ein Donnerstag, aber bei uns dann quasi 23. November oder in Dokkan eben. Und letztes Jahr zu Thanksgiving kam dann Int Super Greater und Strength Janemba im Duo Dokkan Festival. Und deswegen schätze ich, dass Part 2 auch so um den Dreh rum um Thanksgiving losgehen wird. Und dieses Jahr sollte das der 23. November sein. Und dazu sollten noch Informationen folgen, Freunde. Weil, um ehrlich zu sein, das, was wir gleich absprechen werden, das ist zum einen zu wenig für die 4 Wochen. Und zum anderen steht hier Part 1 dran. Und ich denke nicht, dass Part 1 mit dem, was wir hier haben, 4 Wochen lang geht. Sondern ich denke, wie gesagt, um den Dreh Thanksgiving herum könnte da noch etwas droppen, Freunde. Und was es sein könnte, weiß nicht. Letzte war es ein Duel Dokkan Festival. Ob es jetzt quasi, wie gesagt, wir haben ja noch einen Hit offen. Ob sie da mit ihm noch was rausbringen oder nicht, Freunde. Ich will da nicht allzu viel spekulieren. Wir bewegen uns auch auf den Film zu. Und nach der Celebration, Freunde, das ist genau das Datum mehr oder weniger, wo dann der Film losgeht auf JP. Dementsprechend würde das sogar passen von der Timeline her. Genau. Wie gesagt, zu Part 2 sollte noch eben folgen, da bin ich mir nicht sehr sicher. Also, sage ich mal, nicht nach den 4 Wochen, sondern zwischendrin schon zu Thanksgiving. Naja, Special Missionen sind online, die werden es gleich ansehen. Ein Sale ist ebenso online. Dieser Sale geht bis zum 18.11. 1 Uhr nachts aufgerundet. Unsere Zeit. LR Bardock Legendary Summon ist online, Freunde. Ab jetzt geht bis zum 26.11. 0.59 Uhr unsere Zeit. Ich würde an sich niemanden empfehlen, hier zu summonen. Spart lieber eure Stones, Freunde, für das, was es noch erwarten wird, sei es eben, was zu Thanksgiving kommt eventuell, aber dann noch viel wichtiger zum Dragon Ball Super Broly Film, Freunde, und da bewegen wir uns eben nach der Celebration hinzu. Dann gibt es quasi ein Dokkan Thank You Ticket, das wir uns gleich ansehen, wo wir das Ganze bekommen, und dies können wir im Barbershop einlösen, um quasi Charaktere oder einen Charakter aus 77 Charakteren aussuchen zu können. 77 Charaktere stehen zur Auswahl und da können wir pro Ticket die einen holen. Maximal bekommen wir 7 Tickets in dieser Celebration. Und The Legend of Porunga ist ebenso online. Wir werden uns gleich alle Informationen dazu ansehen. Zum heutigen Mission, aber auch zu der ganzen Woche, was ihr machen müsst. Es ist nur eine Woche und quasi dann dementsprechend 7 Quests, 7 Missionen. Die werde ich euch gleich alle zeigen. Sorry von Lord Slug ist online, geht bis zum 3. Dezember 0.59 unsere Zeit. Rabbit Event ist ebenso online, geht bis zum 10. Nee, bis zum 20. November, Freunde, unserer Zeit 0.59, ebenso wie das Event hier. Dann kommt das Event mit Beerus im Monaco-Kostüm online. Das kommt erst am 15. November online, Freunde, und geht dann bis zum 13. Dezember 0.59, unserer Zeit. Am 15. November 7.30 Uhr kommt es online. Die zwei Events, Freunde, die kommen erst morgen um 7.30 Uhr online. Die alle anderen, was wir uns angesehen haben, ist schon online an der Stelle. Season 2 von Ultimate Clash, also Battlefield, geht online am 17. November 7.30 Uhr unsere Zeit. Wir haben dreifach Experience auf die Quest Stages hier an der Stelle. Ist online, geht bis zum 12.12. Ebenso wie das mit den Barber Points, 30% Sale. Könnt ihr euch gerne abchecken, was ihr da holen könnt. Wie gesagt, wir haben Legendary Summon, das Banner von Bardock. Ist ein LR-Banner, ganz klar. Bardock als neuer Charakter, aber auch Lord Slug hier an der Stelle. Und zwar,
Ja, könnt ihr gerne mal abchecken, was die Dudes hier drauf haben. Notzack ist gar nicht mal so schlecht, aber der wird auch in Zukunft in jedem anderen Banner nicht featured enthalten sein. Alle anderen LR natürlich, alle aus dem Super Vegito und LR Greta sind nicht featured in diesem Banner. Trotzdem, Freunde, würde ich euch empfehlen, sammelt hier nicht, spart lieber eure Stones. Wenn ihr natürlich sammeln wollt wegen Bardock, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück und drückt euch die Daumen. Ihr braucht je eine Medaille von der ganzen Crew, um ihn von der UR Version auf die Theo-Version zu bringen. Und ja, jeder Bardock, zum Beispiel der farmbare Bardock momentan aus einer Stage, wenn ihr ihn auf den SSR-Status bringt, dann gibt er 50% auf die SA. Und dann braucht ihr folgende Medaille, Freunde, um ihn auf den LR-Status zu bringen. Das sollten an der Stelle 21 von den Super Saiyan 3 Bardock-Event-Medaillen sein, 3 von dem Story-Event von Bardock, von den Freezer-Medaillen, 3 von dem LR Freezer-Medaillen auf Stage 2 und dann die LR-Medaillen. Davon braucht ihr 35 von Freezer, Freunde, um ihn erwecken zu können. Unser Boy, sehr am Anime scannert, Attack 70% und zusätzlich 30% auf den Angriff, wenn er eine Ultra-Super-Attack startet. Keep plus 4, wenn er gegen einen kämpft und weitere 60% auf die Verteidigung, wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft an der Stelle. Genau, so viel zu unserem Boy. Lord Slug Event, wie gesagt, ist online, Freunde. Können wir gerne abchecken, was ihr abholen könnt. Und zwar pro Stage gibt es hier an der Stelle natürlich einen Jankzone, 12 Jankzones durch die Stages könnt ihr euch holen. Auf Stage 1 droppt ein Free-to-Play-Kid Gohan, auf Stage 2 ein Free-to-Play-Lord Slug, auf Stage 4 ein Free-to-Play-Goku. Die könnt ihr nicht alle awaken, sondern nur den Kaioken Goku. Den Kaioken Goku, die Medaillen für ihn braucht ihr 20 Stück pro Kopie quasi an der Stelle, bekommt ihr aus Stage 6. Lord Slug Medaillen, das ist aber für den physischen Lord Slug aus dem Banner, da braucht ihr auch 20, um ihn zu awaken. Was haben die Dudes denn drauf? Dieser Kaioken Goku ist ein, wenn man ihn awaken, Pure Saiyan Leader, gibt dem Ki plus 2 HP Attack und F 30%. Dieser Lord Slug ist ein farmbarer Essay für den physischen Lord Slug. Dieser Gohan hier an der Stelle hat eine Damage Reduction von 30% und erhöht den Angriff aller Verbündeten um 20% an der Stelle. Könnte man vielleicht für Super Battle benutzen, warum nicht? Rein und raus rotieren, falls ein Charakter da fehlt. Dieser Kaioken Goku, wie gesagt, an der Stelle 20 Medaillen braucht ihr, um ihn zu awaken. Ist ein Pure Saiyan Leader, aber seine Passive ist folgendermaßen. Er hat auf den Angriff 40%, bekommt zusätzlich Ki plus 3 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%, wenn die HP 70% oder drunter sind. Lord Slug an der Stelle, das ist das Sammelbare, wie gesagt, dafür braucht ihr auch 20 Medaillen, um ihn zu awaken. Sein Leader Skill ist, er gibt den Giant Form Charakteren Ki plus 3 auf HP Attack in der 120% oder Extreme Physisch Charakterieren Ki plus 3 70%, der ist gar nicht mal so schlecht. Dokken Awaked heißt dann Lord Slug Giant Form in Klammern, Attack und F 80%. Zusätzlich bekommt er für 5 Runden weitere 50% auf den Angriff, nachdem er angegriffen wurde. Der kommt auf guten Angriff-Boost los nicht und hat die Chance, in seine Giant Form Transformation zu vollziehen und das zweimal pro Kampf an der Stelle oder pro Event, genau. Die Namekians Kategorie hat eine erhöhte Drop Rate. Es gibt nicht so viele Namekians Charaktere, also nimmt einfach eure Charaktere, packt sie rein. Meinst, ich habe zum Beispiel als ich habe einen All-Types-Leader genommen und dann meine Namekian-Charaktere reingebombt, um da quasi ein Team zu spielen und eine erhöhte Drop-Rate in diesem Story-Event zu haben, Freunde. Genau. Also ja, machen wir weiter. Optimization in Training and Awaken. Folgendermaßen, Freunde, wenn ihr nun Charakter trainiert, Awake, dann könnt ihr direkt von diesem Screen auf den anderen Screen springen. Was heißt das zum Beispiel, wenn ein Charakter auf Level 80 trainiert, dann fragt sie, okay, willst du ihn awaken? Dann klickst du auf okay, ja, will ich. Dann geht ihr direkt auf awaken und andersrum, Freunde, das wie auf JP ist eine gute Usability an der Stelle. Hier ist nochmal die Info, dass ja gewisse Charaktere, die in Bannern enthalten sind, einen LR-Status, bis LR-Status haben, man sie zum LR awaken kann, damit auch niemand sich denkt, hey, was ist denn das für ein Charakter? Das ist ein, dem tue ich Barbershoppen und dann war es ein LR im Endeffekt. Naja, whatever, gibt's ja so Fälle. Und Freunde, The Legend of Porunga. The Legend of Porunga ist online, Freunde. Wie gesagt, das nur für eine Woche werden die neue Porunga-Mission kommen, aber ihr müsst hier alles an einem Tag machen. Ihr habt da gewisse Zeit natürlich, nämlich bis zum 11. Dezember an der Stelle. Ich werde euch mal ganz kurz einblenden, was für Missionen es gibt für diese Woche, Freunde. Und zwar seht ihr, heute müsst ihr quasi ein Thanksgiving-Ticket nutzen, dann bekommt ihr den Dragon Ball. Morgen am Dienstag müsst ihr dann quasi ein Story-Event schaffen, dann bekommt ihr einen weiteren Dragonstone. Am dritten Tag müsst ihr 77.777 Sende in einem Level erfahren. By the way, das ist alles quasi geleakt. Heißt, vielleicht könnt ihr sich ein oder andere ändern. Änderungen vorbehalten. Natürlich schaut an denjenigen, der das geleakt hat. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Dann am folgenden Tag drauf muss man Charakter Dokken awaken. Am 16. muss man quasi, also es steht auch dran, könnte vielleicht der Monaka sein. Oder ja, weil das Event von dem dann an der Stelle droppen wird am 15. Am 16. November müssen wir 77 Stamina verbrauchen, Freunde. Am 17. müssen wir das Potential-System benutzen, dann Knoten öffnen zum Beispiel. Und am 18. wird dann quasi ein Banner online kommen, also so ein
Hier, ich kann es euch mal gerne zeigen. Hier unten wird dann quasi ein Banner sein und da müsst ihr dann draufklicken. Click on the scrolling banner located at the bottom of the homescreen, Freunde. Und das sind alle Polunga-Missionen. Wie gesagt, das von heute. Da müsst ihr quasi ein Thanksgiving-Ticket nutzen, Freunde. Eine Sache zu dem Thanksgiving-Ticket. Ich wollt ihr wissen von mir, welche Charaktere man hier vielleicht nehmen könnte. Also ich werde kein Ranking machen, aber ich kann gerne mal über die Charaktere reingehen und drüber schauen und euch sagen, welche Charaktere wer was drauf hat. Wenn ihr das wissen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen oder gebt mir ganz einfach ein Like, dass das direkteste Feedback einfach für mich. Dann weiß ich, okay, die Jungs und Girls wollen da vielleicht, dass ich dann mal was dazu sage. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, Freunde, dann lasst mich wissen und ich werde mich morgen drum kümmern, dass ich das für euch raushaue. Wie gesagt, die ganze Programmmission für die Woche, Freunde, habt ihr jetzt. Änderungen vorbereitet natürlich, aber ich werde jeden Tag, wenn das Ingame kommt, auf meinen Social Media Kanal, auf Instagram an der Stelle, der Link ist in der Beschreibung, immer posten, was die heutige Porunga Mission nochmal ist. Aber wie gesagt, Freunde, Porunga, macht die Augen auf, ihr habt eigentlich schon alle Missionen für die kommende Woche. Alright, die Waternet Preise werden verteilt, nämlich am 14.11. ab 7 Uhr. Nacheinander werden sie verteilt. Dann können wir gar nicht mal das Login-Boni ansehen. Im Login-Boni bekommen wir bis zu 85 Stones, Freunde. Im ersten Login 10 Dragon Stones und 2 Thank-You-Tickets. Weitere werden wir noch bekommen von den Tickets. Werde ich euch gleich sagen, woher. Wir bekommen über eine Zeit lang jeden Tag 2 Dragon Stones und dann sogar 3 Dragon Stones. Nämlich hier ab dem 20. bis zum, was ist hier dran? Bis zum 27. Freunde. Und dann am 28. bekommen wir 7 Dragon Stones, Freunde. Jetzt eben müssen wir mal gucken, Freunde. Entweder wird hier am 28. Part 2 droppen können, mehr oder weniger um den Zeitraum herum, weil wir da auf einmal 7 Dragon Stones bekommen. Oder dann eben zu Thanksgiving, Freunde. Weil letztes zu Thanksgiving kam eben ein Dual Dukan Festival-Banner, das von Rita und Janemba. Und ich gehe stark davon aus, dass zu Thanksgiving zu dem Zeitraum mehr oder weniger Part 2 starten wird. Ansonsten bekommen wir hier bis zu 85 Dragon Stones durch den Login-Boni, Freunde. Loggt euch also immer ein, holt euch die ganzen Sachen ab. Special Missions gucken wir uns hier an der Stelle auch auf jeden Fall an. Und zwar, obacht, ja, aufpassen, was ihr machen müsst. Wir haben hier folgende Mission, Freunde, wenn ich das Ganze mal hier so aufpoppen darf. Und zwar, Freunde, wird es in 3 Schwierigkeitsstufen verteilt, bitte unterteilt. Einmal die Basic-Mission, das sind permanente Missionen, Freunde, die sind bis zum 12. Dezember online. Wenn ihr eine Stage unter speziellen Bedingungen schafft, und zwar müsst ihr da quasi einen Charakter mit dem Link-Skill Battlefield Diva in euer Team haben und irgendeine Stage schaffen, bekommt ihr ein weiteres Thank-You-Ticket. By the way, Freunde, wegen der Porunga-Mission, wenn ihr eure Thank-You-Tickets schon eingelöst habt, bevor Porunga online seid, online war, dann kann es sein, dass ihr den Dragon Ball nicht bekommen habt. Dann müsst ihr quasi den Dragon Ball aus den Missionen holen oder, ja, aus den Missionen am besten und dann das nochmal einlösen. Und falls mal die Porunga-Mission oder die Animation von Porunga nicht triggert von dem Dragon Ball, dass ihr es bekommen habt, dann guckt mal in der Porunga-Section nach, vielleicht habt ihr ihn bekommen, dann müsst ihr einfach mal nachgucken. Also kann sein, dass es mal hier und da buggt. Wenn ihr quasi bis zu 3-mal im Barbershop etwas kauft, aber durch Treasure Items, also nicht durch Incredible Gems, sondern durch andere Barbershop Items, dann bekommt ihr hier Friend Points an der Stelle. Wenn ihr eine Stage bis zu 10-mal, bis zu 20-mal ein Story Event schafft, Freunde, bekommt ihr folgende Sachen, die hier gelistet sind. Zum einen sind das bis zu 5 Dragon Stones. Wenn ihr bis zu 500 Stamina verbraucht, bekommt ihr die folgenden Sachen, die hier gelistet sind. Und wenn ihr die Basic Mission schafft, bekommt ihr 7 Dragon Stones. Dann kommt quasi Intermediate. Dann müsst ihr folgendes machen, wenn ihr bis zu 10 Dokkan-Events schafft, bekommt ihr folgende Sachen, Freunde. Awakening Medals Training Location an der Stelle. Wenn ihr einen Charakter auf SA 5 bringt oder dann auf SA 10, bekommt ihr bis zu 3 Sleeping Elder Kai. Und das müssen neue Charaktere sein, ja. Nicht, wenn ihr schon vor der Celebration Charaktere auf SA 10 hattet, sondern während der Celebration, wenn ihr sie auf SA 10 bringt. Und dann, wenn ihr quasi einen Charakter Dokkan erweckt, einmal, zweimal, bekommt ihr auch folgende Sachen, die hier gelistet sind. Wenn ihr bis zu 1500 Stamina verbraucht, bekommt ihr bei 1000 Stamina einmal nochmal ein Thank-You-Ticket, bei 1500 ein Elder Kai. Und wenn ihr diese Mission geschafft habt, bekommt ihr 7 Dragon Stones, ohne zu den quasi schwierigen, ja, schwierigen Missionen. Und zwar, wenn ihr eine Stage schafft, indem ihr nur Super Attacks nutzt, nur Super Attacks, Freunde, und das zu 5-mal, bekommt ihr ein Sleeping Elder Kai. Wenn ihr eine Stage in unter 2 Minuten 5 Sekunden schafft, bekommt ihr, in unter 2 Minuten, wenn ihr eine Stage in unter 2 Minuten und das Ganze 5-mal, so rum, Freunde, sorry, ist ein bisschen früh, dann bekommt ihr hier noch ein Elder Kai, Sleeping Elder Kai. Wenn ihr eine Stage schafft, ohne Damage zu bekommen, ohne Schaden zu bekommen, auch aus den Schadensfeldern, Freunde, ihr dürft keinen Schaden bekommen, dann und das Ganze 10-mal, Freunde, bekommt ihr 5 Dragon Stones an der Stelle. Wenn ihr 2 Potential Routen öffnet, bekommt ihr einen Reverse-Medaille, 4 Potential Routen, 2 Reverse-Medaillen an der Stelle. Wenn ihr bis zu 200 Knoten öffnet im Hidden Potential System, bekommt ihr folgende Orbs jeden Typus. Und dann, wenn ihr 2000 Stamina verbraucht, bekommt ihr nochmal ein Thank-You-Ticket. Und wenn ihr 2500 Stamina verbraucht, bekommt ihr hier an der Stelle
ein Grand Kai jeden Typus. Und wenn ihr alle Missionen schafft, bekommt ihr 7 Dragonstones, Freunde. Und zwar habe ich noch hier Folgendes vergessen wegen den Porunga-Missionen. Was können wir uns denn wünschen schlussendlich, wenn wir alle Missionen haben? Ist mir gerade aufgefallen wegen den Tickets. Nämlich hier können wir die letzten 2 Tickets holen, Freunde. Und wenn ihr alle Tickets geholt habt, aus dem Login, aus der Mission und von hier, bekommt ihr maximal 7 Tickets. Das heißt, ihr könnt euch 7 Charaktere aussuchen aus den 77. Und zwar könnt ihr zwischen 3 Wünschen hier natürlich euch etwas wünschen. Sei es die 2 Tickets, Grand Kais, Orbs, Herkules-Statuen, Medaillen, Training-Items und die Support-Items, Freunde. Könnt euch gerne hinsehen und dann abchecken, was ihr euch holt. Die Tickets würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu holen. Das sind Free-Charaktere, die sind gar nicht mal so schlecht, die es gibt. Wenn ihr Grand Kais braucht, Grand Kais. Wenn ihr Orbs braucht, Orbs. Ansonsten, wenn ihr Orbs oder Grand Kais nicht braucht, könnt ihr euch aus dem unteren Bereich etwas aussehen, Freunde. Und wie gesagt, kommen wir zum Ende. Wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt, was ich zu den Charakteren sagen kann, das wäre dann kein Ranking, wenn ich das mache. Ich würde einfach drüber gehen und sagen, der Charakter hat dieses drauf, jenes drauf. Dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, Freunde. Vergiss nicht, die ganzen Sachen zu machen. Vergiss nicht, die ganzen Sachen abzuholen, die ganzen Tickets, die ganzen Stones etc. Bleibt dran auf jeden Fall. Und dann wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Spaß in der Thank You Celebration. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.